Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts 2022. Dabei geht es natürlich um das Vorjahr. Das ist ja noch nicht das aktuelle Jahr komplett vergangen. Diese Monitoring-Berichte sind so eine Gesamtzusammenfassung der Entwicklung des Strom- und Gasmarktes. Von der Erzeugung über die Netze und das Messwesen und dem Handel bis hin zur Versorgung. Also wirklich ein guter Überblick über das, was hier so im Jahr passiert ist. Man kann auch teilweise sehr schön mit dem Vorjahr vergleichen, teilweise auch mit weiteren Jahren noch vergleichen, wie eben so der Trend in dem ein oder anderen Thema ist. Und ich würde in diesem Video jetzt vor allem mal die Versorgerseite, also die Tarife im Strombereich anschauen, weil da auch schon eine ganze Menge Entwicklung im letzten Jahr natürlich zu sehen war und das ist jetzt mit Zahlen belegt. Wer auf bundesnetzagentur.de geht, das ist natürlich auch mit in der Videobeschreibung verlinkt, findet da den Monitoringbericht 2022 und weiter unten zum Aufklappen auch hier die Vorjahre. Interessanterweise auch hier von 2006 bis 2021 alles auffindbar. Also hier einfach mal durchstöbern, wer nochmal so die historischen Entwicklungen sich vielleicht anschauen will. Jedenfalls das PDF als solches ist dann 546 Seiten lang, da einfach mal ausdrucken bitte nicht, sondern einfach durchscrollen und es gibt wirklich eine Menge interessanter Inhalte. Stand 14. Dezember 2022 deutet darauf hin, da sind alle wichtigen Infos des Jahres auch in den Texten mit versehen, aber die Zahlen als solche beziehen sich halt wie gesagt immer auf das Vorjahr. Das Dokument als solches beginnt natürlich mit einem Vorwort und dann auch nochmal mit einer Kernzusammenfassung. Wichtig ist halt, das ist eine behördliche Veröffentlichung, die ist nun mal an vielen Stellen eher mit so einem rechtlichen Kontext formuliert. Naja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir kurz vorm Einschlafen durchlesen will, um nochmal schön träumen zu können, sondern da muss ich mich schon mal ein bisschen mehr konzentrieren. Aber ab Seite 23 kommt dann das Inhaltsverzeichnis. Und da, also Seite 23 des PDFs, innerhalb des Drucks ist es erst Seite 21, warum auch immer, ist hier das Deckblatt wahrscheinlich nochmal extra nicht mit reingezählt. Also innerhalb des PDFs auf Seite 23 ist das Inhaltsverzeichnis. Hier kann man schon mal nach Begriffen suchen. Also das wäre auch so mein Ansatz, dass ich schaue, okay, Römisch 1 Elektrizitätsmarkt und dann A Entwicklungen auf den Elektrizitätsmärkten, dann ist das halt so eine Gesamtzusammenfassung auf 30 Seiten in etwa, kann ich mir schon mal einen Gesamtüberblick machen. Oder dann unter B Erzeugung mir halt den Kraftwerkspark anschauen. Unter C Netze halt die Netzentwicklung, dann haben wir die Systemdienstleistungen, den grenzüberschreitenden Handel, das ist also mehr so das EU-weite Netz und wie da die Flüsse so sind, die Stromflüsse. F, Großhandel ist natürlich die Börse und Co. Und dann G, Einzelhandel. Einzelhandel im Stromkontext ist natürlich die Stromversorgung von zum Beispiel Haushaltskunden. Also G, Einzelhandel ist der Bereich, den wir uns gleich genauer anschauen wollen. Im anderen Video gehen wir dann nochmal auf das Mess- und Zählwesen unter H ein. Das Ganze ist im Podcast auf Spotify natürlich zusammengeführt. Dann Römisch 2 wäre der Gasmarkt, das kann man sich natürlich auch anschauen. Römisch 3 übergreifende Themen, ne, wir haben so Remit und Blockchain und sowas. Naja, kann man machen. Was nochmal für die Recherchen interessant ist, ist dann natürlich im Weiteren der Bereich Verzeichnisse. Ab Seite 509 haben wir nämlich das Abbildungsverzeichnis und ab Seite 520 das Tabellenverzeichnis. Auf diesen insgesamt 20 Seiten gibt es natürlich super Möglichkeiten, nach Stichworten zu suchen und dann in die richtigen Stellen des Berichts auch klicken zu können. Apropos, ich scrolle jetzt einfach wieder hoch an den Beginn des Inhaltsverzeichnisses und dann auf G für den Einzelhandel. Und ne, ab Seite 277 oder im PDF ist es 279, haben wir dann den eigentlichen Inhalt. Es beginnt dann halt auch oft mit so Fließtexten, die kann man sich auch durchlesen, aber ich würde halt oftmals einfach mit den Grafiken arbeiten. Aber hier zu Beginn schon, ne? Insgesamt waren im Jahr 2021 mindestens 1.423 Unternehmen als Elektrizitätslieferanten in Deutschland tätig. Wir haben also immer noch fast 1.500 Stromversorger. Es waren schon mal weniger, es waren schon mal mehr. Der Markt als solcher ist vermutlich vor einer relativ starken Konsolidierung. Ich würde davon ausgehen, dass im
nächsten Bericht hier auch schon eine kleinere Zahl stehen wird. Für das Jahr 2022. Es gab schon so ein paar Häuser, die aufgehört haben. Nicht nur die sehr bekannten Grundversorgerfälle, die hier aufhören, sondern auch so ein paar andere Häuser haben sich abgemeldet. Darunter, im Absatz drunter, können wir direkt sehen, dass es 52,2 Millionen Marktlokationen von Netzverbrauchern gibt. Also anders gesagt, wir haben 52,2 Millionen Stromkunden in Deutschland. Das ist schon mal eine interessante Zahl. Und dann gibt es so verschiedene Grafiken, die wie gesagt mega interessant sind. Wer sich das Ganze im Podcast nur anhört, einfach auf Seite 279 des Monitoring-Berichts PDF gerne mal gehen. Da kommen wir mit der Abbildung 110 nämlich zu der Aussage Anzahl der Lieferanten nach Anzahl der von ihnen belieferten Marktlokationen. Anders gesagt, wie groß ist der Lieferant? Wie viele Kunden hat der Lieferant? Und interessanterweise, ein Viertel aller Versorger in Deutschland haben weniger als jeweils 1.000 Kunden. Das können 2 Kunden sein, das können auch 999 Kunden sein. Ne, aber ja, ein Viertel aller Versorger in Deutschland haben jeweils unter 1.000 Marktlokationen, die sie versorgen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es sind nur Haushaltskunden, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Geschäft. Weil dann nicht so viel rumkommt, dann müssen das wirklich sehr, sehr kleine Häuser mit einer Teilzeitstelle sein. Geht gar nicht großartig anders. Aber unter 1.000 Marktlokationen heißt ja nicht gezwungenermaßen, dass das Haushaltskunden sind. Das könnten auch Industriekunden sein mit richtig großen Abnahmemengen. Das lohnt sich das natürlich im Zweifel auch schon. Nochmal 35% haben so 1 bis 10.000 Kunden, nochmal 24% so 10 bis 30.000 Kunden. Also in Summe 84% aller Versorger in Deutschland haben jeweils weniger als 30.000 Kunden. Das sind also alles noch kleine Versorger. Die meisten sind kleine Versorger. 10% haben dann so 30 bis 100.000. 5% haben 100 bis 500.000. Und das letzte Prozent, das sind die 15 Stromversorger mit mehr als 500.000 Kunden. Das sind die richtig großen. Hier ist natürlich absehbar, wer das sein könnte. Ne? Die ganz großen Versorger kann man in etwas abschätzen. Es gibt auch an anderen Stellen Listen davon. Ich werde sowas wahrscheinlich auch mal auf unserer Webseite pflegen. Ne? Das ist ja nicht uninteressant. Und jedenfalls, die sind natürlich auf einem anderen Niveau unterwegs. Ne? Das ist ein stabiles Geschäft. Die sind auch bestimmt too big to fail. Von daher, das sind natürlich dann auch Häuser, die ganz anderen Anspruch an Dienstleistungen haben könnten. Also solche Zahlen sind auch für Dienstleister nicht uninteressant. Bei den kleineren, ne, diese 84% der kleinen Versorger, die haben garantiert keine Ressourcen übrig. Ne, die haben weder Personal noch Geld irgendwo rumliegen. Die brauchen im Zweifel also sehr gezielte Angebote, effiziente Angebote. Weswegen ich ja zum Beispiel auch mit Online-Kursen und E-Books rangehe, weil die ja deutlich flexibler und günstiger genutzt werden können als das klassische Seminargeschäft. Was ich wiederum bei den anderen Größen eher anbiete. Und die richtig Großen natürlich eher ein eigenes E-Learning einkaufen können von mir, das, was ich dann produzieren würde. Das ist also komplett unterschiedliches Marktsegment. Die nächste Grafik auf Seite 280 ist dann auch nochmal interessant, nämlich Anzahl der Lieferanten, aber jetzt nach Anzahl der von ihnen belieferten Netzgebiete. Also wie regional ist der Versorger? Und 12% aller Versorger haben nur ein Netzgebiet, in dem sie tätig sind. Die sind also rein, man könnte sagen, kommunal tätig. So ein Netzgebiet kann natürlich auch mehrere Kommunen umfassen, kann auch einen Landkreis umfassen, wenn da die Konzession gemeinsam vergeben wird oder zusammengekommen ist auf einen Netzbetreiber. Aber trotzdem, ein Achtel aller Versorger haben nur ein Netzgebiet, was sie versorgen. Das ist also kein Wettbewerb in dem Sinn. Also die sind nicht wettbewerblich tätig. Naja, 32% haben so bis 10 Netzgebiete, das ist immer noch wenig. Nochmal 26% haben bis 50 Netzgebiete. Das ist ja dann 44 sind 6, nee, 70%, ne? Tatsächlich, 70% aller Versorger haben eine Tätigkeit in weniger als 50 Netzgebieten. Das ist absolut regional. Und dann die restlichen 30% sind überregional mit halt so 50 bis weit über 500 Netzgebieten, in denen sie tätig sind. So richtig, richtig bundesweit wettbewerblich tätig sind also nur 10% aller Versorger, die in über 500 Netzgebieten unterwegs sind. Das ist mega interessant, weil es natürlich auch darauf hinweist, was für ein wirkliches bundesweites Potenzial hier eigentlich am Markt existiert. Mit Abstand, die meisten sind bei weniger als 50 Netzgebieten sehr punktuell, also nur vertrieblich, wettbewerblich, vertrieblich tätig.
Aber wenn man dann weitergeht, nochmal die Sicht jetzt wiederum aus Netzsicht, auf Seite 100, 281, wird angegeben, Netzgebiete, in denen die Anzahl von Lieferanten tätig ist. Ein Lieferant. Na, also ich habe ein Netzgebiet und hier ist nur ein Lieferant tätig. Also nur ein einzelner Versorger, nur der. Das entspricht einem knappen Prozent. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in etwa 900 Netzgebiete meinetwegen haben, heißt das, dass halt so, ne, 8, 9, 10 Netzgebiete in Deutschland nur einen Lieferanten haben. Also keinen Wettbewerb vor Ort. Das ist super, das ist verrückt, also super interessant. Ich kann das gar nicht nachvollziehen so richtig. Das muss dann schon ein sehr kleines Netzgebiet sein. Es gibt ja auch so kleinere Netze. Meinetwegen sowas wie ein abgetrenntes Gewerbegebiet, ne, was von einem einzelnen Netzbetreiber hat. Und da gibt es vielleicht einen Generalversorger, der das alles übernimmt. Das kann durchaus sein. Verrückt. Aber dann natürlich der größte Anteil, mehr als 100 Lieferanten in meinem Netzgebiet tätig, na, das sagen über drei Viertel. Na, also die meisten Netzbetreiber sagen, wir haben natürlich mehr als 100 Lieferanten, also der echte Wettbewerb ist hier auch angekommen. Klar. Klar, überrascht nicht wirklich. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich scroll mal runter auf Seite 285, wo wir dann die Vertragsstruktur bei RLM-Kunden haben. So, Vertragsstruktur soll heißen, bei wem habe ich was für eine Art von Tarifen eigentlich ausgesucht? Und RLM-Kunden sind ja jetzt die großen Industriekunden mit mehr als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Und da haben wir bei über 75%, also bei über drei Viertel aller RLM-Kunden, einen Vertrag nicht beim Grundversorger. Also die mit Abstand meisten RLM-Kunden, Industriekunden, haben sich einen wettbewerblichen Stromversorger gesucht. Klar, da kommt dann irgendein Vertriebler von einem großen Energiekonzern und sagt, hey, ich habe dir hier einerseits was Schönes mitgebracht, einen Geschenkkorb, aber vor allem kann ich dir nochmal 0,3 Cent extra Rabatt geben, weil du es bist. Und dann sind wir halt günstiger als der örtliche Versorger meinetwegen. Und dann macht das bei den großen Industriekunden mit teilweise Millionen Kilowattstunden Verbrauch natürlich einen riesigen finanziellen Unterschied. Und dementsprechend ist das sehr gut verständlich, dass über drei Viertel der großen Industriekunden einen wettbewerblichen Versorger sich gesucht haben und eben nur 24% einen Sondervertrag beim Grundversorger haben. Na, die also sagen, liebes Stadtwerk vor Ort, lieber Regionalversorger vor Ort, ich hätte gern meinen vielen Strom von dir. Kümmere dich bitte. Mach mir ein gutes Angebot, bitteschön. Sonst gehe ich nämlich, so wie drei Viertel meiner Mitbewerber oder meiner Mitspartenkunden, zu einem Wettbewerber. Und dann gehen wir mal weiter um zwei Seiten, weil dann kommen wir nämlich zum Haushaltskundensegment. Auch da wieder Vertragsstruktur. Wir hatten ja gerade die Aussage, drei Viertel der Industriekunden nehmen einen Wettbewerber. 39% der Haushaltskunden nehmen einen Wettbewerber, der eben nicht der örtliche Grundversorger ist. 39%. Zwei Fünftel der normalen SLP-Haushaltskunden nehmen einen wettbewerblichen Stromversorger. 37% nehmen den Grundversorger, aber außerhalb der Grundversorgung, also einen Sondertarif, einen tollen Ökostromtarif, einen Regionaltarif, einen Sporttarif, bei dem dann 2% der Marge an den örtlichen Sportverein gehen, was auch immer. Es gibt verschiedenste Sachen, die ja Stadtwerke auch machen. Und 24% bleiben einfach im Standard-Grundversorgungstarif. Und das ist schon ein riesiger Unterschied zu gerade den RLM-Kunden, wo wir ja wirklich deutlichen Bedarf an wettbewerblicher Versorgung hatten. Ist das jetzt hier bei Haushaltskunden nur 40%, die sich einen Wettbewerber suchen. Und entsprechend, naja, fast 60%, die sich sagen, ich bleibe beim Grundversorger, aber 37%, ich nehme einen anderen Tarif beim Grundversorger. Und das ist schon eine Entwicklung, die es vor einigen Jahren noch nicht unbedingt so sehr gab. Das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass Grundversorger, dass Stadtwerke eben auch noch Alternativen in ihrer eigenen Tarifstruktur aufbauen müssen, um hier diese Kunden, die zumindest schon mal davon gehört haben, dass man mal wechseln sollte, auch weiterhin zu behalten. Naja, gehen wir mal noch weiter auf Seite 288. Hier ist nochmal eine Statistik zu den Vertragswechseln von Haushaltskunden im Jahr 2021. Also Haushaltskunden, die bei ihren Lieferanten den
Liefervertrag gewechselt haben. Vertragswechselanzahl 1,53 Millionen. 1,5 Millionen Versorgerwechsel, Lieferantenwechsel im Jahr 2021. Das sind 3,3% aller Haushaltskunden, die hier mal gewechselt haben. Naja, das sind also gar nicht so unfassbar viele, aber es sind trotzdem 1,5 Millionen Lieferantenwechsel. Und die gehen natürlich an vielen Stellen auch schief, weil die Daten nicht richtig eingegeben worden sind, Name nicht ganz richtig, Zählernummer verwechselt, was auch immer. Und dann geht das natürlich auch schief und dann müssen irgendwelche Dienstleister das oftmals abarbeiten oder die eigenen Mitarbeiterinnen der Stadtwerke zum Beispiel dann miteinander telefonieren. Hey, warum hast du das abgelehnt? Also Lieferantenwechsel sind so ein klassisches Thema, bei dem viel schief gehen kann und es sind halt immerhin im letzten Jahr 1,5 Millionen durchgeführt worden. Ich hätte fast gedacht, dass es mehr sind. Aber das müssen wir jetzt aus dem Gesamttext rauslesen, ob hier nicht vielleicht sogar die Sondereffekte rausgezogen worden sind, die wir wegen den Insolvenzen im letzten Jahr hatten. Ah genau, es ist tatsächlich unter dem Niveau von 2020, da waren es nämlich 1,8 Millionen, also fast 2 Millionen, könnte man sagen. Jetzt eben nur noch 1,5. Das ist also deutlich gesunken. Wenn wir nämlich noch weitergehen, haben wir dann nämlich auch auf der nächsten Seite, dass das rausgerechnet wurde. Das ist ja jetzt aber komisch. Hier ist ja eine viel höhere Anzahl von Wechseln im Jahr, nicht 4,7 Millionen. Was ist das denn jetzt hier für eine Statistik dann? Vertragswechsel? Ach nee, Vertragswechsel ist innerhalb des eigenen Versorgers. Ach, da habe ich euch jetzt gerade Humbug erzählt. Diese 1,5 Millionen sind Wechsel des Tarifs beim selben Versorger. Und es gibt insgesamt 4,7 Millionen richtige Lieferantenwechsel, wo also ein neuer Lieferant gewählt wurde. Das hätte mich jetzt auch wirklich mega gewundert, wenn wir echt nur 1,5 Millionen gehabt hätten. Na gut, hier ist dann allerdings bei diesen 4,7 Millionen tatsächlich der Effekt der Stromio-Insolvenz und der anderen noch rausgerechnet, weil eigentlich sind das nämlich über 5,5 Millionen gewesen, stimmt. Es sind über 5,5 Millionen Lieferantenwechsel, 950.000 davon sind aber Insolvenzeffekte. Herrje. Ja, 5 Millionen, das macht viel mehr Sinn, weil dann haben wir mit so 10% Fehlerquote, 500.000, die manuell geklärt werden müssten, das ist in etwa so das, was man auch aus der Vergangenheit kennt. Naja, nicht schlecht. Okay, doch eine ganze mehr Wechsel als gerade noch gedacht. Ich würde jetzt mal vom Wechselthema weitergehen zu den Sperren. Auch das ist nämlich immer ein interessantes Thema. Seite 292, die Sperrungen nach Angaben der Versorger. Und getaktet oder gestaffelt in einmal Sperrandrohung, Sperrbeauftragung und dann Sperrung in der Grundversorgung oder außerhalb der Grundversorgung, weil meistens nur der Grundversorger sperrt und der wettbewerbliche bundesweite Versorger eher eine Kündigung durchführen würde. Manchmal sperren die aber auch. So. Und hier gibt es in der Grafik ja auch eine Auflistung der letzten Jahre von 2018 bis 2021. Erstmal offensichtlich ist die Anzahl der Androhungen deutlich zurückgegangen, während wir nämlich 2018 noch knapp 5 Millionen Sperrandrohungen hatten, das ist eine zweite, dritte Mahnung, hatten wir im Jahr 2021 nur noch 4 Millionen. Also 1 Million weniger Sperrandrohungen, was nicht unbedingt mit einer besseren Zahlungsmoral zu tun hat, sondern eher wahrscheinlich mit einem Corona-Pandemie-Effekt, dass man so aus sozialen Gründen sagt, wir lassen es mit der dritten Mahnung. Wir ziehen die weiter hinaus, wir drohen gar nicht mit der Sperrung, wir wollen eher kooperativ zu einer Einigung kommen. Dennoch gab es 4 Millionen Androhungen. Beauftragungen waren dann trotzdem nur 740.000. Ja, also das ist dann schon nochmal ein deutlicher Rückgang, dass also fast 3,5 Millionen Mal rechtzeitig gezahlt wurde, bevor die Beauftragung an den Netzbetreiber gegangen ist, doch bitte jetzt mal demnächst zu sperren. Hier ist trotzdem erst, ich sag mal, die Disponierung, also lieber Techniker, geh mal raus und sperre. Es kann immer noch bezahlt werden, denn also in der Realität sind es dann trotzdem nur in Anführungsstrichen, 185.000 Sperrungen in der Grundversorgung und 55.000 Sperrungen außerhalb der Grundversorgung. In Summe also etwa 240.000 durchgeführte Sperrungen laut der Versorger.
Es sind trotzdem noch viel, ganz klar. Und es wäre schön, wenn wir es anders lösen könnten. Wir kommen auch nachher nochmal zu Prepaid-Systemen, aber dazu dann gleich nochmal mehr. Das war jetzt die Sicht der Versorger. Auf der nächsten Seite kommt nochmal die Sicht der Netzbetreiber. Da werden 234.000 oder 235.000 durchgeführte Sperrungen im vergangenen Jahr aufgelistet. Das ist interessant im Vergleich zu vor 5 Jahren, weil 2017 waren es noch 330.000, jetzt 234.000, also fast 100.000 weniger. Das ist eventuell wirklich so ein Covid-Pandemie-Effekt, dass man sagt, wir wollen gar nicht erst sperren, wir wollen das anders lösen. Und da haben wir dann hier auf der nächsten Seite auch nochmal Infos dazu. Genau, Seite 294 nur vielleicht die Verteilung über die Quartale, auch nicht uninteressant. Die meisten Sperrungen wurden im dritten Quartal durchgeführt, also im Sommer, wo es ja eh warm ist. Und die deutlich wenigsten Sperrungen wurden im ersten Quartal im Winter durchgeführt, wo man vielleicht auch eine elektrische Heizung oder ähnliches nutzen möchte. Oder wo sowieso es schlecht wäre, wenn jetzt auch noch der Strom weg ist. Aber dann, Seite 295 unten, Kapitel 3.3, Bargeld- und Chipkartenzähler. Das sind die Prepaid-Systeme. Und hier ist dann eine interessante Angabe, dass nämlich im Jahr 2021 insgesamt etwa 20.000 Entnahmestellen ein Vorkassensystem haben. Es gibt also etwa 20.000 Prepaid-Stromzähler, die ja, also eine Sperrung nicht mehr nötig machen, weil sowieso nur dann der Strom freigeschalten ist, wenn man vorher bezahlt. Also wenn man ganz früher Münzen reinwirft oder dann halt meistens über so eine Kundenkarte, die eben auflädt und dann die Karte am Zähler wiederum ein Kontingent freischalten würde. In der Perspektive mit Smart Metering und intelligenten Stromzählern und so weiter wird es dann eh darauf hinauslaufen. Ich habe dann mein Online-Konto bei meinem Versorger und kann das über PayPal oder was auch immer, Google Pay, Apple Pay freischalten wieder, ne, und habe dann da die Möglichkeiten auch Sperrungen zu verhindern. Das wird ein ganz typisches Thema sein, was hier die Versorger auch nutzen werden. Und ja, das soweit ist schon mal nicht uninteressant rund um die Versorgerstruktur und die Tarifstruktur und rund um die Sperrungen. Ansonsten geht es ja halt an vielen Stellen noch um zum Beispiel die Preise, die Tarife. Kann man also sehr, sehr schön mal durchscrollen. Zum Abschluss gehe ich nochmal auf die Seite 306. Und da genau ist nämlich einerseits oben nochmal ein bisschen die Gewichtung der einzelnen Preisbestandteile bei Haushaltskunden. Das ist hier vor allem nochmal die Entwicklung vom 1. April 2021 auf den 1. April 2022, also etwas aktueller sogar noch. Das sind auch die Effekte des Ukraine-Kriegs durch Russland schon ein bisschen mit drin. Und wo wir, also wo zumindest dann so absehbar war, dass hier Preise an den Börsen sich plötzlich erhöhen. Und das ist in etwa das Kundensegment von 2.500 bis 5.000 Kilowattstunden pro Jahr, also schon größere Haushaltskunden. Und dann sieht man hier schon mal ganz gut ansatzweise, dass der Teil, der Preisbestandteil der Energiebeschaffung, also börslicher Einkauf und ähnliches, deutlich größer mittlerweile ist als der Rest im Vertrieb. Während wir früher, ich sag mal, ein relatives Gleichgewicht hatten zwischen Einkauf und Vertrieb. Also Vertriebskosten sind ja auch Marketing und Personal und Marge, man will ja auch ein bisschen was behalten, ist jetzt die Beschaffung doppelt so groß wie die reine Vertriebsseite. Und macht ja also doch einen deutlichen Anstieg aus. Und weiter unten sieht man das dann eben auch nochmal. Über alle Vertragskategorien mengengewichteter Elektrizitätspreis für Haushaltskunden. Wiederum 1. April. Und hier ist eine Jahresskala von 2013 bis 2022. Und hier sieht man eben immer ganz unten im Dunkelblau die Beschaffung, Vertrieb und Marge. Und die war immer halt ja, so ein Anteil, so ein Viertel vom Gesamtpreis. Und jetzt halt plötzlich 2022 schon deutlich nach oben gestiegen. Und in der nächsten Statistik wird das nochmal ein deutlich größerer Anteil sein. Während die Umlagen, vor allem wegen der EEG-Umlage, ja kleiner werden, also der Preisbestandteil da kleiner wird, sind die Netzentgelte meistens gestiegen. Das wird auch weiterhin erstmal so sein. Aber vor allem die Energiebeschaffung, die Strombeschaffung ist hier deutlich, deutlich, deutlich gestiegen. Und das sind natürlich diese Sondereffekte an den Börsen, an denen fast kein Versorger vorbeikommen kann. Das ist erstmal ganz schwierig. Naja,
Damit haben wir schon mal verschiedene interessante Bereiche dieses Monitoring-Berichts auseinandergenommen. Am Ende gibt es hier immer noch hunderte weitere Seiten mit interessanten Inhalten. Wir werden in einem zweiten Video uns gleich nochmal die Sperrungen genauer anschauen und im Podcast geht es dann einfach nur an dieser Stelle noch genau weiter. Wenn ihr erstmal Fragen habt diesen Monitoring-Bericht und vor allem zur Versorgerstruktur, Tarifstruktur, Sperrungen und so weiter in der Branche, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann wie immer auch bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.